ehemalige Bundeswehr-LKW MAN Cut 1 ist unser X-Trax Production Truck für alle Fälle. Heute soll endlich die lang ersehnte Solaranlage auf dem Dach unseres Wohn- und Arbeitsschelters installiert werden. Das Laden der Kameraakkus und das stundenlange Betreiben unseres mobilen Schnittplatzes sind eine erhebliche Belastung für unsere Onboard-Batterien. Das soll sich ab heute ändern. Auf dieses Fahrzeug installieren wir 4 Module. Jedes Modul hat 100 Watt, das heißt eine Komplettinstallation von 400 Watt. Das Fahrzeug hat ein 24-Volt-System, das heißt, wir müssen eine 24-Volt-Solar-Komplettanlage installieren. Um das zu machen, müssen wir zweimal diesen 12-Volt-Modulen in Reihen schalten, damit wir 24 Volt haben. Wir müssen die 4 Modulen irgendwie zusammen verbinden. Ja. Entweder können wir das oben im Parallel mit einem Junction-Box verbinden, mhm, oder innerhalb des Kabinens. Das wäre die Verlegung im Innenraum, dass wir 2 Dachdurchführung haben. Die Verlegung geschieht dann im Innenraum zur Kabelverbinderbox. Andere Alternative wäre, wir haben nur eine Dachdurchführung und die Kabelverlegung wäre auf dem Dach in eine zentrale Box. Wir brauchen 6 Kabel. 4-mal rein, 2-mal raus. Das ApolloFlex Solarmodul ist speziell für Reisemobile und Caravans gedacht, weil es sehr flexibel und leicht und auch sehr geringes Gewicht hat. Jetzt hätten wir eine Möglichkeit, wie du meinst, die eine Dachdurchführung in diese Ecke zu legen. Das wäre perfekt. Mhm. Dann können wir uns mit an diesem Kabelkanal mit dranhängen. Im vorderen Bereich, dass wir hinter den Hängeschränken gehen. Genau. Gute Idee. Wir müssen die Kabel ja irgendwo fixieren. Ja. Also diese Kulissenführungen würden sich anbieten, aber wir kommen da nicht rein. Dann hätten wir eine Dachdurchführung in dem Bereich, der Boiler unten drunter ist. Die zweite Dachdurchführung wäre dann hier im vorderen Bereich, wie besprochen, direkt über dem Bett und wir können uns dann in dem Bereich an den vorhandenen Kabelbaum mit ranhängen, um die Kabel zum Solarladewandler zu führen. Okay, zweite, genau. Über den genau wie vorher. Wenn man es in Serien 2 12 Volt Solarmodulen verbindet, haben wir dann 24 Volt, was ja genau Bordakku entspricht. Ja. Jetzt noch ein kleines objektbezogenes Problem. Das Fahrzeug hat eine sehr raue Oberfläche. Wir müssen die raue Oberfläche sehr flach schleifen, damit die Paneele gut kleben. Bei Wohnmobilen oder anderen Fahrzeugen ist die Oberfläche grundsätzlich schon sehr flach irgendwie. Da wären wir jetzt eigentlich schon dabei, die Paneele komplett verklebt zu haben. Und Ähnliches, was sich noch auf dem Dach befindet, mischen wir jetzt gerade mit Alkohol runter. Das Installieren von ApolloFlex ist eigentlich ganz einfach. Hinten ist ein Klebestoff integriert bei jedes Modul, was man eigentlich einfach diese Folie abmachen kann und einfach draufkleben. Bei allen Solarmodulen ist es so, dass ein 90 Grad Winkel zur Sonne das beste Energie erzeugen kann. Der Unterschied zwischen ApolloFlex und anderen Solarmodulen ist, auch bei nicht 90 Grad Winkeln, sagen wir 45 Grad,
erzeugt ApolloFlex deutlich mehr Strom als herkömmlichen Modulen. Das heißt, früher vormittags und später nachmittags wird mehr Strom produziert, auch bei diffusem Licht. Heute haben wir die vier Paneele aufs Dach geklebt und drumherum abgesiegelt. Die Paneele jeweils verbunden miteinander, um 24 Volt zu bekommen und durch die Dachdurchführung ins Innere des Fahrzeugs geleitet. Es ist ein IP67, das heißt wasserdicht und auch staubdicht. Im Inneren des Fahrzeugs haben wir die beiden Ströme zusammen eine Verbindung gebracht, in den Solarladeregler eingespeist, um dann nach unten in die Batterien die Ladung zu bekommen. Kupferleiter sind einzelne flexible Litzen. Wir benutzen beim Auto grundsätzlich keine massiven Kupferleiter. Die massiven Adern würden durch die Vibration des Autos ständig in Bewegung werden. Und wenn man ein Metall ständig hin und her knickt, beginnt es irgendwann zu brechen. Dünne Kabel sind in dem Falle ganz doof, weil nämlich die Spannung oder besser gesagt die Ampere bleiben oben auf dem Dach liegen. Die werden gar nicht runtergeleitet, wenn man zu dünne Kabel nimmt. Das ist dann Augenwischerei und diese Kabel sind wirklich schöne, dicke 6 Quadrat Kabel. Was sollte man beachten, wenn das Fahrzeug 2 oder 3 Monate in der Garage steht? Die Batterien sollten abgeklemmt werden, um zu vermeiden, dass die Kleinverbraucher die Batterien entleeren. Eine Entladung von den Solarpanelen an sich geschieht nicht. ApolloFlex Solarmodulen auf das Fahrzeug können bis zu 2000 Wattstunden pro Tag erzeugen. Es ist ja so, dass wir sehr häufig wirklich außerhalb von jeglicher Zivilisation arbeiten. Was gibt es Schöneres als solche Plätze, als Arbeitsplätze? Und früher war es eben so, da mussten wir nach 1-2 Tagen wieder zurück in irgendwelche zivilisierten Plätze, Campingplätze, Städte, um die Batterien aufzuladen über externen Strom. Jetzt mit den Solarpanels sind wir total unabhängig und wir können draußen bleiben, bis uns das Wasser ausgeht.